Servus oder wie man sagt Moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin in Urlaub, ich bin in Husum. Hinter mir seht ihr den Hafen von Husum. Da ich mobil unterwegs bin, mache ich euch zwei Videos. Ein bisschen was von der Umgebung, das ist also Teil 1, und ein bisschen was auf dem Rad. Und ich hoffe, ihr bleibt dran, schaut nach dem Intro. Husum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein. Trotz Corona haben wir hier eine Ferienwohnung bekommen, sind auch ganz froh drüber, waren auch schon unterwegs an Nordstrand, zeige ich euch noch gleich Bilder von. Und ja, morgen geht es dann ein bisschen auf Fahrradtour für die Umgebung hier, ein bisschen was anschauen und ja, der Rest nun aus der Stadt für euch. So, und auch hier, wie am Bodensee, überall das Gleiche. Köln, liebe Schlösser. Einmal ein Blick über Husum. Reitet so spät durch Nacht und Wind. Der berühmteste Dichter aus Husum, Theodor Storm. Hier hinter mir das Theodor Storm Haus. Und hier in diesem Haus, in dem ich jetzt vorstehe, da hat er gelebt. Ja, Husum. Wunderschöne kleine Gassen, tolle Hafengegend, tolle Restaurants, lohnt sich immer wieder. Wer noch nicht hier war, wie ich das immer sage, schaut einfach mal rein. Also. Thank you.
wie das immer so ist, ihr kennt das vielleicht auch, man geht in den Urlaub und denkt, man hat alles dabei. Nee, Rasierapparat vergessen. Also kann ich euch auf jeden Fall mal sagen, mein Gesicht bleibt so und die Stoppel werden immer länger. Müsst ihr euch dran gewöhnen. Werdet ihr sehen. Ja, ich freue mich schon darauf, dass wir morgen eine Radtour machen. Dort werden wir dann so ein bisschen mal die Salzwiesen erkunden. Und ja, wollen euch ein bisschen was von der Umgebung, will ich euch zeigen. Ich freue mich drauf. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bleibt dran. Kennt ihr alle. Abo, Daumen hoch und. Ich freue mich wieder, dass ihr zugeguckt habt. Dankeschön und tschüss.